Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Yeah! Ich bin im Hauptmenü. Was hat das zu bedeuten? Ja, dass sich hier was geändert hat. Und zwar, erstens, Addons, Automatron, Wasteland Workshop und Far Harbor, welches aber noch nicht installiert ist, sind hier schon mal aufgelistet. Und ja, Far Harbor soll im Mai, glaube ich, rauskommen. Wir haben jetzt Mai. Also irgendwann, weiß ich nicht, vielleicht am Ende des Monats, genau wie Wasteland Workshop und so. Aber das ist jetzt auch egal. Und zwar, ja, ich bin am Lachen. Aber nicht aus Freude, sondern aus Trauer, Verzweiflung, also was. Weil, kam wieder ein neues Update und ja, Gameplay. Schwierigkeitsgrad, Stufe, Überleben. Ja, gucken wir uns das mal an. Wir haben jetzt hier mehrere Schwierigkeitsgrade. Und zwar sehr schwer, das ist neu hinzugekommen, glaube ich, und entspricht sozusagen den Schwierigkeitsgrad, den wir bisher gespielt haben, und auch, glaube ich, der höchste Schwierigkeitsgrad Fallout 3. So, aber jetzt gibt es noch mal einmal Überleben extra, und da gucken wir uns rechts mal die Beschreibung an. Jede Schwierigkeitsgradstufe beeinflusst den Schaden und die Wahrscheinlichkeit, legendären Feinden zu begegnen. Überleben erweitert dies um zusätzliche Herausforderungen. Zum Beispiel gibt es keine Schnellreise und gespeichert wird nur, wenn man schläft. Lies den Eintrag Survival in der Hilfe für weitere Informationen. Ja. Was? Pip-Boy aktivieren. Lass mich raten. Ich kann nicht den Pip-Boy benutzen, aber. Was? Okay. Ja. Ich habe noch nicht geguckt, wie das dann abläuft jetzt. Aber bedeutet das dann, dass ich. Aber das wäre irgendwie blöd. Dann könnte ich ja überhaupt nicht mehr speichern. Deswegen müssen wir mal kurz hier reinschnuppern, wie das funktionieren wird. Weil das wird dann extrem, habe ich das Gefühl. Wenn wir den Schwierigkeitsgrad jetzt weitermachen. Aber Problem ist, ich kann jetzt nicht einfach den Schwierigkeitsgrad ändern. Ich meine, das Projekt heißt so. Also Let's Play Fallout 4, Deutsch, Blind, Überleben. Ist sogar in der Titelschrift. Und nach 200 Parts kann ich nicht einfach sagen, das geht jetzt weg. Also ich ziehe das jetzt durch. Also. Und dann ist das, was mir Angst macht. Weil, ja. Mal gucken, wie sehr viel schwieriger das jetzt wird. Vielleicht kommt da noch so eine Erklärung und so, keine Ahnung. Aber ich sehe sehr schwarz. Und ich glaube, vor allem Schnellreisen sind jetzt deaktiviert. Das heißt, was? Dann werde ich wahrscheinlich offscreen immer hier zwischen den ganzen Orten wechseln, weil ich habe keinen Bock, jetzt hier ganz den Schwierigkeitsgrad hin und her zu wechseln. Das heißt aber dann, wenn wir jetzt irgendwo sind, dann müssen wir uns auch da an dem Ort ein bisschen aufhalten. Weil ich kann jetzt nicht einfach so hin und her dann reisen, habe ich das Gefühl. Oh Gott. Aber ich werde ja wohl noch normal speichern können, oder? Weil sonst kriege ich ja Probleme. Weil dann wird ja alles nur durch Automatspeichern gespeichert. Und das macht ja keinen Sinn. Der Schwierigkeitsgrad von Überleben hat sich geändert. Deine Spielschwierigkeit wurde daraufhin auf sehr schwer reduziert. In der Hilfe findest du weitere Informationen mit genauen Änderungen. Um in der Schwierigkeitsstufe musst du dir einen Schwierigkeitsgrad auswählen. Okay. Machen wir das mal. Ich nehme mal an, ich kann da nicht schnell speichern, oder? So, jetzt. Hier beim Warten speichern, beim Reisen speichern, beim Ausruhen speichern. Das ist jetzt alles aus. Also. Der Überlebensmodus erweitert das Spiel um die zusätzliche Herausforderung. Es gibt keine Schnellreise. Speichern ist nur während des Schlafens möglich. Der Charakter stirbt schneller als es gibt Krankheiten, Erschöpfung und vieles mehr. Lies den Eintrag Überleben, um die weitere Funktion, ja. So, hahaha. Was? Ich trage da so gut wie gar nichts. 1500, was? Ist das die Munition? Oh Gott! Oh nein! Das, was? Das heißt, ich muss jetzt Munition auch noch mit mir rumsch. Was? Wow! Ich überlege gerade echt, ob ich da durchziehe. Ich wiege 1500. Ich habe irgendeine rote Pille da unten. Bin ich krank oder was? Wie? Was habe ich da? Effekte anzeigen. Oh, es war eine Krankheit. Periodischer Schaden, was? Das wird ein Spaß.
einfach. Okay. Okay, einen Moment mal. Ich will noch erzählen, diesen Kerl kann dann künftig nicht mehr. Was? Und na, was? Oh, ihr seid aber richtig gemein. Das Leben ist das nicht. Okay, weg. Ja, meine Verzweiflung war doch berechtigt. Oh Gott. Das heißt jetzt, entweder überleben oder nicht. Aua, was? Ich habe durch existiert Schaden genommen. Oh. Oh. Ich kann nur 100 irgendwas tragen. Und liegt das jetzt daran, weil ich überladen bin? Den, keine Ahnung, oh Gott, die ersten Gegner. Ich habe so gut wie keine Waffe dabei, ne? Immer so nebenbei. Oh mein Gott. Das heißt, wenn ich den jetzt einmal anmache, dann kann ich den nicht einfach so wieder ausmachen und mir halt Leben erleichtern. Oh. Oh, du bist unsichtbar, oder wie? Leck mich. Ja, einen Moment mal, wie soll ich denn dann speichern? Wenn wir wohl die Wahl haben, irgendwie so normal speichern zu können, ihr lächelt doch schon, oder? Ich muss einfach nur durch. Heißt, ich kann dann da speichern, an den Betten, und nicht einfach nur automatisch speichern, weil... Ich muss jetzt erstmal zu mir nach Hause und meine Sachen einlagern. Ne, ihr habt ja nichts dagegen. Mein Gott. Ich kann ihn noch mal anvisieren. So, lebt ihr noch alle? Gut, danke. Aua! Ich hatte eigentlich schon gezeigt, habe ich wieder ein paar Änderungen gemacht. Da habe ich schon gezeigt. Oh Gott. Ja. Das heißt, ich kann nicht meine ganze Munition wieder mit mir mitschleppen, so wie in Fallout New Vegas und so im Überleben-Modus. So, lass mich mal kurz gucken. Ich kann da wohl schlafen, wenn ich überladen bin, oder? Okay, ich habe ein Problem. Ich würde nämlich gerne auch normal speichern. Jetzt geht so nicht. So, erst einmal. Ich habe 1000, was? Ja, weiß nicht, was ich alles noch dabei habe, aber ich werde wahrscheinlich jetzt das meiste alles einlagern. Okay. Dann machen wir das so. Oder wie? So, machen wir jetzt erstmal so. Gewicht 4. Was? Ach so, was? Was hatten jetzt so? Ey, das hat gerade mal so gereicht, dass ich jetzt was? Ja, ich werde aber so ein normales Safe noch machen können, oder? Also speichern. So was hier. Weil die ganze Zeit automatische Speicherung ist... Oh Gott. ja. Gut. Sollen wir das so durchziehen? Mach mein Leben doch noch schwieriger, als es ist.
Habe ich noch irgendeinen Effekt oder so? Ja. Mit TP ist jetzt nicht so schlimm. Eieiei. Nimmt denn hier noch so viel Platz? Ich kann ja so gut wie nichts mit mir herumschleppen. Hier wird alles 0. So, wie komme ich auf die 113? Ich dachte hier alles, ne? Okay. Wer hat Lust, eine Power Armor zu benutzen? Weil ich wohl jetzt nicht mehr drum rumkommen, habe ich das Gefühl. Problem ist, ich kann jetzt nicht, weiß nicht, die Dinger reparieren. Ich habe kein Aluminium. Okay. Dann alle Abhängigkeiten. Heilen, weg damit. Weg damit. Wow, Sachen verkaufen wird ein absoluter Horror, habe ich das Gefühl. So, Medics werde ich brauchen. Mentals brauche ich auch nichts. Die brauche ich auch nicht. Psycho kann ich mal gebrauchen. Red X. Rotareparatursatz brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Da, guck mal, jetzt haben wir doch viel mehr schon. Ich kann ja nur ein, zwei Dinger, ein, zwei Waffen oder so mitschleppen. Was? Und ich trage gar keine Munition. Oh Gott. Ich habe zwei Waffen dabei. Soll ich da wirklich machen? Das Gute ist, wenn ich jetzt den Schwierigkeitsgrad runterstelle. Möchte wirklich einen Schwierigkeitsgrad reduzieren? Dieser Charakter kann dann künftig nicht mehr überleben wählen. Es ist ja jetzt nicht so, dass wenn ich jetzt auf Überleben weiterspiele, dass jetzt dadurch irgendwie was verloren ist. Macht es halt nur schwieriger. Ich mache da jetzt erstmal die nächsten Parts. Gucken wir mal, wie sehr ich im Eimer bin. So, wie viel wiegst du? 17? Nein, weg damit. Ich brauche jetzt leichte Waffen, habe ich das Gefühl. Warum wiegt denn das alles so viel? Den Big Boy kann ich schon mal vergessen. Also, ich brauche irgendwas, was sehr viel Munition hat. Der Erlöser. Zehn Millimeter brauche ich. Boah, die Raketen, die haben so viel gewiegt. Ja, kann ich davon alle mitschleppen, ja. Danach kann ich nichts mehr mit mir umschleppen. Nichts. Nichts. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Vor allem Schnellreise und so. Pff, ist alles futsch. Jetzt nur noch im Bett speichern. Und das sieht irgendwie sehr hässlich aus. Und das auch. Wie so ein Kornkreis. Aber ihr sollt mir wenigstens irgendwie Optionen geben, dass ich irgendwie, wenn ich auf dem Bett stehe, speichern, so eine normale Speicherung machen zu können. Da finde ich doch ein bisschen doof. Gut ausgeruht, Bonus kriege ich auch nicht mehr. Lass mal die Skill-Tabelle gucken. Ich glaube, ich brauche jetzt ein bisschen mehr Stärke, damit ich mehr schleppen kann. Also, was wollte ich letztens noch haben? Du reflektierst ja wie ein Spiegel. Ich glaube, das kann ich erstmal vergessen. Wow, Leveln wird ein absoluter Traum. Der wird bestimmt, wie du tragen kannst. Dann werde ich, glaube ich, starker Rücken brauchen. Ja. Wenn du überladen bist, kannst du schnell rein. Ha, kann ich jetzt nicht. Na gut, dann beginnen wir unseren ersten Part mal im Überlebensmodus. So, wo ist Paladin Dance? Ich wollte den mal mitnehmen. Aha. Komm, wir brechen auf. Verstanden. Ich will dich doch gar nicht mitnehmen, Mann. Paladin Dance? Bereit, unsere Mission fortzusetzen, Soldat?
Bereit. Verstanden. Wenn das alles doch ein absoluter Albtraum wird, dann... Ich hab's auch gar nicht gesagt. Dann kann ich ja immer den Schwierigkeitsgrad runterstellen. Aber ich möchte es nicht. Hey. Schieß los. Entschuldigung, Paladin Dance. Was ist los? Okay. Da sind ein paar Leute verreckt. Ich kann zwar nichts mitnehmen, aber ist gut zu wissen. Ich kann wortwörtlich nur 10 Sachen mitschleppen. Das ist... Ja. Wo ist der eine Typ, der gefragt ist? Danze, ich glaube... Ich hoffe, du hast einen starken Rücken. Man weiß nie, was man findet. Also, ja. Ich werde viel in starker Rücken, ja. Rein investieren, habe ich das Gefühl. Das ist... Gut, haben wir irgendwo noch neue Orte? Also wo müssen wir überhaupt hin? Was habe ich überhaupt alles hier? Na ja, komm. Gehen wir einfach irgendwo hin. Ach ja. Ich vergaß. Ach. Oh Mann. Gut. Das wird ein Spaß. Oh, meine Güte, oh Gott, oh nein, oh Gott, oh nein. Das heißt, jedes Bett, das wir jetzt finden, ist so eine Art Checkpoint. Und wir können jetzt nicht einfach... Ja, guck mal, ein paar einfache Gegner, ich brauche ein paar XP. Was zum... Krieg ich Erfahrungspunkte? Nee, ne? Ich krieg jetzt auch keine Erfahrungspunkte. Willst du mich verarschen? So. Frage ist jetzt, kann ich jetzt auch essen? Red, Gewicht, Wert. Schon gleich voll. Habe ich jetzt überhaupt Erfahrungspunkte gekriegt? Nee, ne? Wollte ich verarschen? Kann man denn Erfahrungspunkte nachgucken? Frage, ne? Allgemein. Also, warte, da kann ich doch ganz einfach nachgucken. Gehen wir zu so einer Kochstation, koch irgendwas. Mal schauen. Wenn ich nämlich keine Erfahrungspunkte krieg, dann habe ich verloren. Ja, werden die mir einfach nur nicht angezeigt. Komm schon, ihr müsst mir doch ein bisschen entgegenkommen, Leute. Aber ich kann doch nicht einfach auf sehr schwer jetzt weiterspielen, obwohl der Titel hier Überleben heißt. So. Mal was dran. Ich krieg nur Erfahrungspunkte, okay. Ich wollte schon sagen. Dann habe ich wahrscheinlich keine Erfahrungspunkte gekriegt, weil die einfach zu unterlevelt waren oder irgendwie sowas. Das kann natürlich sein. Gut. Weiter geht's. Und da muss ich ja immer gucken, wo ich gerade bin, was ich mache. Und so. Munition kann ich jetzt auch nicht aufsammeln, weil das nötiges Gewicht ist. Wow. Naja, wir werden als nächstes stärker aufleveln, habe ich das Gefühl. Und starker Rücken holen, weil das ist meiner Meinung nach jetzt das Wichtigste. So. Oh, ein paar Patronen. So, weiß ich nicht. Wo sind meine jetzt gerade? Ich muss gucken, wo Dingens hier. Rote Entsorgungsstätte. Ich muss jetzt einfach gucken, wo Betten sind. Jedes Bett ist jetzt für mich so wie ein Stück Himmel. Bist du denn? Oh, du bist ein Raider.
Adrenalin erhöht deinen Schaden. Bei Wachen töte mehr Feinde, um den Bonus zu erhöhen. Was? Okay. Oh, ein Bett. Bett. Scheiße, Adrenalin, hallo? Muss man überleben, sichern. Warte mal, Bram im Fleisch. Okay. Also ich muss den Spielstand, glaube ich, aufbewahren, wo ich das letzte Mal richtig gespeichert habe. Wie viele automatische Speicherungen sind denn dann jetzt hier? Na, zu viel kann ich mir auch nicht leisten. Aber er hat gespeichert, wo ich das erste Mal Überleben eingeschaltet habe. Okay. Boah, das wird mein Abenteuer hier ein bisschen noch mehr random machen, habe ich das Gefühl. Bin ich da schon mal? Ja klar, da war ich schon mal. Weil mit der 10mm Pistole muss ich jetzt ja alles reißen können, ne? Also Todeskrallen und so, die jetzt auf mich zukommen, muss ich alles mit einer 10mm Pistole kaputt schießen. Danke. Oder ich könnte nackt rumlaufen, dann tue ich auch ein bisschen Gewicht bekommen. Na, wo ist meine Waffe schon wieder? Kein Schnellreisen, gar nichts mehr. Aber wir sind schon ein bisschen weit gekommen. Bedford Station. Warte mal, da wurde ich schon oft hingeschickt, irgendwie. Weil irgendwas da zu tun ist. Ah. Ach, Mann. Oh. Hör auf, die immer so schnell zu erschießen. Ich brauche Erfahrungspunkte. Gute Arbeit. Lass nichts zurück. Oh. Vielleicht ein Problem. Kann sein, dass die ein bisschen mehr Schaden jetzt bekommen. Das würde ich gut finden. 40 Erfahrungspunkte. Was? Das ist irgendwas, oder? Ne, das Feuer. Wir machen das jetzt einfach. Überleben. Ach. Wie schwer kann denn das schon sein? Ist nicht mal eine Todeskralle oder so aufgetaucht. Hallo? Fein nach oben, okay. Das Geschäft läuft gut. Hey, Lucas. Ich habe die besten Rüstungen weit und breit. Ach, du bist da, okay. Ja, ich schau mal was. Ich habe einen großen. Du meine Kronkorken eigentlich auch was wiegen wird. Antibiotika heilt Krankheiten. Kräuter aufpushen. Resistenz, Ermüdung und Lethargie. Was? Oh Gott. Was? Na gut. Das Problem ist, ich brauche ein Bett. Jetzt kann ich den Part nicht beenden. Weil ich möchte speichern, damit ich, ja, falls irgendwas schief geht, den Part wieder da bin, einpacken kann, was? Problem Nummer 1. Ja, gehen wir zu diesen Raider-Dingen hier zurück. Gut. Wir fassen zusammen, das Spiel ist jetzt die absolute Hölle geworden, schwierigkeitsgradmäßig, und wir könnten, weiß ich nicht, jeder Kampf ist noch gefährlicher geworden als sonst. Ich überlege echt, ob ich das jetzt so durchziehen soll.
Ich will auf jeden Fall irgendwann mal durchziehen, aber weiß nicht, ob ich das jetzt schon mache. Haben wir irgendwo ein Bett? Hier sind, glaube ich, immer gut am rumlaufen. Ist doch schon letztens wieder hingeschickt. Ein Bett. Ah, Patronen, die mich so weit von überlasten werden jetzt. Dieses Gebiet ist offensichtlich seit einiger Zeit verlassen. Hier sind doch meistens Ghule, ne? Aber da muss auch mal ein Bett sein. Gott verdammt. Gebe er mir ein Bett zum Schlafen, auf das ich mich gut erhole. Und muss. Hallo. Nein. Ist irgendwas? Hallo? Ich so einen Stress mal. Hallo? Was hat denn? Ein Gleisgewehr, ja, super. Lass mal erstmal, geh mal weg, ich muss schlafen. Na gut, dann beende ich den Part hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle, die Zuschauer und sag tschüss, bis zur nächsten Folge.